Das Ruhrgebiet, die Werkstatt Deutschlands. Das rheinisch-westfälische Industrierevier mit seiner Zusammenballung ausgedehnter Industrieanlagen und der Fülle von Schächten und Eisenhütten verdankt seine Bedeutung nicht nur der Steinkohle, die in seinem Schoße ruht, sondern ebenso den schiffbaren Wasserstraßen, die es durchziehen oder die sich der Mensch geschaffen hat. Die deutsche Schwerindustrie liegt hauptsächlich zwischen Rhein und Ruhr. Die Ruhr, die dem Gebiet den Namen gab, der in der ganzen Welt aufhorchen lässt, hat an Bedeutung verloren und zeigt kaum noch Schiffsverkehr, weil die Gruben an ihren Ufern zum größten Teil erschöpft sind. Guten Abend. Ich heiße Friedhelm Borg und bin einer von den 5 Millionen Menschen des Ruhrgebietes. Von den Menschen also, die hier arbeiten und leben, denen das Ruhrgebiet Heimat ist. Mit der Straßenbahn dort drüben zum Beispiel könnte ich in 30 Minuten am Hause meiner Eltern sein. Das liegt irgendwo in Bochum. Hier aber ist Gelsenkirchen. Reiner Zufall. Denn ich könnte ebenso gut in Essen, in Oberhausen, Bottrop, Recklinghausen, Wanne-Eickel oder Herne zu Hause sein. Es gäbe keinen nennenswerten Unterschied. Das Ruhrgebiet ist eine einzige 5 Millionen Riesenstadt. Und nur weil die gelben Ortstafeln sie in mehr als 2 Dutzend Städte zerteilen, liegt diese Schranke hier mitten in Gelsenkirchen. Eine Straße irgendwo zwischen Duisburg und Hamm in der Riesenstadt des Ruhrgebiets. In den Häusern, in den Straßen dieser Riesenstadt stellen sich die Menschen jetzt oft die gleiche bange Frage. Auf die eine oder andere Weise sind hier im Ruhrgebiet alle Menschen von König Kohle abhängig. Die einen stehen direkt in seinem Dienst, die Bergleute. 450.000 zählt man an der Ruhr. Die anderen begnügen sich mit der Rolle der Hoflieferanten und Lehnsleute. Ihre Zahl ist unbekannt, aber sie dürfte eher größer sein als die der Bergleute. Sie alle sind auf König Kohle angewiesen. Doch König Kohles Thron wankt. Der Bergbau verlangt von der Regierung ein Patentrezept. Die Unternehmer verlangen vom Staat Schutz vor dem freien Wettbewerb. Der Staat soll den Absatz sichern. Es wurde aber auch gesagt, dass das freie Unternehmertum in Gefahr sei, wenn von draußen über das Schicksal der Unternehmen entschieden würde. Eine führende deutsche Tageszeitung schrieb, mit seltener Offenheit hat der Sprecher des Bergbaus auf dem Steinkohlentag erklärt, dass die deutsche Kohle dem Wettbewerb mit anderen Energieträgern nicht gewachsen sei. Der einheimische Bergbau hat große Anstrengungen gemacht, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Doch die großen Teufen, aus denen in der Bundesrepublik die Kohle geholt werden muss, der Personalkostenanteil von 50% und die biologische Beschaffenheit der Flöze lassen keinen durchschlagenden Rationalisierungserfolg erwarten. Trotzdem, die Leistung je Mann und Schicht ist jährlich um 6% gestiegen. Seit Mai 1959 bis zum August 1965 um 45%. Eine beachtliche Leistung. Der Markt aber entscheidet, wie viel Kohle abgesetzt werden kann. Allein darauf muss die künftige Kohleförderung ausgerichtet werden. Ruhrkoks ist krisenfest, steht zwar auf den Werbetafeln der Verkaufsorganisation, aber Unternehmensverband und Zechen haben inzwischen gelernt, dass es mit solchen Versicherungen allein nicht getan ist. Heute wird Kohle nicht mehr verteilt, sie muss verkauft werden, angepriesen wie Kühlschränke, Waschmittel und Cola. Mehrere Millionen Mark wenden die Verkaufsorganisationen jedes Jahr auf, um den Verbrauch von Kohle wieder attraktiv zu machen. Der Erfolg blieb nicht aus. Jährlich setzen die Verkaufsgesellschaften für etwa 4 Milliarden Mark Kohle und Koks um. Das ist etwa die Hälfte des gesamten Absatzes. Die Sorge um den Markt lässt die Werbung aber auch absonderliche Wege gehen. In diesem Haus wohnt Familie Schäfer.
Und außerdem ist hier zu Hause Wärme und Wohlbehagen durch Kohle und Koks. Na, Frau Schäfer, immer noch so begeistert von der modernen Kachelofen-Warmluftheizung? Wie am ersten Tag. Überall gemütlich warm. Bei kleinen Kosten heizen wir zentral von einer Stelle. Bequem durch die Automatik, sauber und komfortabel. Also, wenn es um Wärme geht... Kohle, weil's vernünftig ist. Ruhrkohle. Hafenkonzert vor der Schifferbörse in Duisburg. Sicherlich haben auch Sie sich schon des Öfteren durch diese sonntäglichen Klänge im guten alten Dampfradio wecken lassen. Fernweh, Abenteuer und ein Hauch der weiten Welt liegen über diesem unnachahmlichen Gemisch aus Wellenschlag, Motortuckern, Blasmusik und Schiffssirenen. Auch wenn es nicht die Klangkulisse eines Seehafens ist, sondern nur die eines Binnenhafens. Immerhin des größten Binnenhafens der Erde. Er übertrifft mit seinen stattlichen Umschlagsziffern selbst das Tor zur Welt, den größten deutschen Seehafen Hamburg. Wenn man bei einer solch beschaulichen Gelegenheit einmal seine Blicke über die ausgedehnte Hafenanlage schweifen lässt, ahnt man etwas von der weltweiten Bedeutung dieses gewaltigen Umschlagplatzes. An erster Stelle steht im Duisburger Hafen der Kohleumschlag. Täglich rollen 700 Waggons mit Kohle über diese Gleise. Vor dem Krieg betrug der Anteil der Kohle am Gesamtgüterumschlag 70%. Heute nur noch halb so viel. Eine Folge des Krieges und der strukturellen Veränderungen innerhalb der westdeutschen Wirtschaft. Trotzdem ist Duisburg das große Sammelbecken für die Ruhrkohle geblieben. Für den Kohleumschlag ist im Duisburger Hafen eine in ihrer Art einmalige Anlage geschaffen worden. Die Kohlenmischanlage. Sie hat vielerlei Vorzüge. Sie schont die Kohle, verringert die Liegezeiten, sichert den schnellen Rücklauf der Waggons und hat eine Kapazität, die bisher allen Anforderungen gewachsen war. Kurz, sie spart Zeit und Kohlen. 32 verschiedene Kohlensorten können von hier aus je nach dem Verwendungszweck gemischt werden. Die Transportbänder enden in einem großen, ausschwenkbaren Rüssel, der die Kohle bis auf den Boden des Schiffes befördert. Von der Kohle zum Öl. Dort, wo sich früher die Kohle zu ausgedehnten Halden türmte, sind nach dem Krieg die Tankbehälter wie Pilze aus der Erde geschossen. Von Jahr zu Jahr braucht die deutsche Wirtschaft mehr Öl, das sicher und an günstigen Transportwegen gelagert werden muss. Die Duisburger gingen mit der Zeit und schufen in ihrem Hafen eine Ölinsel. So begannen die Halden an der Ruhr rapide zu wachsen.
Im Februar 1958 wurde die erste Feierschicht eingelegt. Im Sommer und Herbst des letzten Jahres türmten sich die Halden immer höher. An der Ruhr wuchs die Unruhe. Ende Januar 1959 veranstaltete die Industriegewerkschaft Bergbau eine erste große Protestkundgebung, bei der ihr Vorsitzender Heinrich Gutermuth mahnende und warnende Worte sprach. In dieser Stunde schwerer sozialer Bedrängnis hat der Hauptvorstand der Industriegewerkschaft Bergbau 50.000 bis 60.000 Kameraden aufgerufen, sie als Vertreter aller Bergarbeiter und ihrer Familien einen massierten Protest gegen eine Entwicklung, die nicht notwendig war und verhindert werden konnte, vor der Weltöffentlichkeit zu erheben. Den Kohleeinfuhren gaben die meisten Bergleute die Schuld an den Feierschichten. In vielen Bergarbeiterfamilien rechnete man hin und her, um mit dem knapper gewordenen Lohn auszukommen. Auch ich hatte im letzten Jahr 19 Feierschichten und die Überstunden, die mir entgangen sind, 1160 Mark eingebüßt. Wenn ich dies Geld gehabt hätte, hätte ich mir neue Möbel anschaffen können. Zum Beispiel das Buffet und die Kommode stehen nicht mehr hier drin. Ich selbst habe auch jede Feierschicht gemäht. Jedes Mal bekam ich 25 D-Mark an Haushaltsgeld weniger. Wir mussten mit dem Essen sparen und manches Kleidungsstück konnten wir uns nicht kaufen. Schichtwechsel an der Ruhr. Was denken die Bergleute von der Krise? Seit Anfang 1958 sind rund 50.000 Arbeiter aus dem Bergbau abgewandert. Viele stellen sich jetzt die gleiche Frage: Aufhören oder weitermachen? Sie arbeiten auf der Zeche Neumehl. Wie lange schon? Seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren? Seit 13 Jahren habe ich am Arbeiten. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 37 Jahre. Man spricht davon, dass diese Zeche auslaufen soll. Was werden Sie dann tun? Tja, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Ich habe bereits heute Morgen gekündigt. Ah, Sie haben gekündigt? Ich habe bereits gekündigt, weil die Aussichten sind hier schlecht. Und wenn ich länger hier bleibe, vielleicht in 4, 5 Jahren, wird hier zugemacht. Dann finden Sie vielleicht keine Arbeit mehr. Dann bin ich zu alt, dann weiß ich nicht mehr, wo ich dann unterkommen soll. Jetzt habe ich die Chance noch und kann die Chance noch wahrnehmen. Und wie es später wird, weiß man nicht. Neben den Randzechen, die meist einige tausend Menschen beschäftigen, gibt es aber noch eine andere Gruppe von Grubenbetrieben, die man nicht damit verwechseln darf. Die Kleinstzechen. Auf ihnen arbeiten meistens nicht mehr als 20 bis 50 Menschen. Gut 100 solcher Kleinstzechen zählt man im Süden des Reviers. Sie fördern zusammen jährlich knapp 1 Million Tonnen Kohle. Sie liefern die immer noch begehrte Hausbrandkohle. Und da die Mehrzahl dieser Kleinstzechen einen festen Kundenkreis hat, kennt man bei ihnen weder Feierschichten noch Halden. Das zum Beispiel hier, meine Damen und Herren, ist die Kleinzeche Frisch Gewagt. Für wahr ein sehr sinnfälliger Name, nicht wahr, Herr Becker? Sie sind hier der Geschäftsführer des Unternehmens. Ja, ich bin der Geschäftsführer. Mein Kompagnon aus. Ne? Haben aber früher mit dem Bergbau nicht allzu viel zu tun gehabt. Nicht im geringsten. Was waren Sie denn vom Beruf? Früher war ich Bauer. Und jetzt sind Sie also hier der kaufmännische Leiter sozusagen. Ja. Wie groß ist nun Ihr Betrieb, Herr Becker? Wir sind zurzeit mit 9 Mann Belegschaft. Man kann sagen, ganz junges Unternehmen noch. Wir sind am 1. Oktober, haben wir diesen Betrieb übernommen hier. Und sind noch teils Vorrichtungen zu machen und so weiter. Und ich glaube, dass wir auch in Kürze so weit schaffen werden, dass wir zum zweiten Drittel übergehen, dass wir 2 Schichten arbeiten. Als die Kohlenkrise begann, die Halden höher und höher wuchsen, die Feierschichten zunahmen, entschloss sich der Bergbau zu den ersten Zechenstilllegungen im Bochumer Raum. 4 von den 12 Zechen stellen die Förderung ein. Rund 10.000 Bergleute sind davon betroffen. Thank you.
Erst in den letzten Jahren setzte ein umfangreiches Programm zur Rationalisierung im Steinkohlenbergbau ein. Aber die Investitionen reichten nicht aus, die Ertragslage für den Bergbau zu bessern und die Produktionskosten zu senken. So entschloss sich der Steinkohlenbergbau zur Schließung unrentabler Schachtanlagen. Dieses Vorhaben wurde von der Bundesregierung finanziell unterstützt. Bonn erklärte sich bereit, für jede stillgelegte Tonne Jahresförderung 12,50 Mark aus Steuermitteln zu zahlen. Allerdings unter der Bedingung, dass der Bergbau noch einmal die gleiche Summe aufbringt. Die Zusage einer Prämie löste eine Welle von Stilllegungsanträgen aus. Manche dieser Anträge sind sicher vorsorglich eingebracht worden, um bei einer weiteren Verschlechterung der Ertragslage den Anspruch auf das Steuergeld nicht zu verlieren. Die Fahnen des deutschen Kohlebergbaus sind wieder schwarz. Der Trommelklang tönt dumpf und monoton durchs Revier. Oberhausen. Protestmarsch und Bittgang für das Weiterleben der Zeche Concordia. Eine große Ruhrgebietsstadt bangt um die Arbeitsplätze von 4000 Bergleuten. Jeden Tag, Kollegen, den wir mit der Ungewissheit in die Zukunft leben müssen, jeder Tag bringt uns dem Aufstand gegen dieses Schicksal näher. Die Bundesregierung soll am heutigen Tage von den Teilnehmern der Protestkundgebung Concordia unmissverständlich hören: Fangt endlich an, auch im Ruhrrevier und in der Steinkohle zu regieren, zum Wohle der Menschen und der Wirtschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Betriebsangehörige der Zeche Graf Bismarck. Nachher. Ja, machen wir auch. Genau dasselbe machen wir auch. Bloß wir verscheuern diese Kuh ganz sachlich, vernünftig und bringen sie ganz ordnungsgemäß zum Metzger. Jawohl. Und entweder lassen Sie jetzt mich mal ein bisschen reden, oder aber sagen Sie, dass Sie so weiterverfahren wollen, dann kann ich Ihnen allerdings keinen anderen Vorschlag machen, als dass ich nach Hause gehe und versuche, dass wir nach unserem Plan so verfahren, wie wir es vorgesehen haben. Wenn Zechen sterben, dann tun sie das qualvoll. Es scheint, als begrüben sie sich selbst. Noch atmet der Pütt aber, seine Fördertürme verschwinden hinter dem, was man einmal das schwarze Gold nannte, hinter Kohlen, die sich zu Halden türmen. Dies ist die 51. Schachtanlage an der Ruhr, die stirbt. Zeche Lothringen in Bochum-Gerte. Belegschaft am 1. Januar 1967 2579 Mann, davon 1453 Untertage, 1126 im Übertagebetrieb. Durchschnittsförderung der letzten drei Jahre 2,4 Tonnen pro Mann und Schicht. Das liegt unter dem Ruhrdurchschnitt. Aber die Kohlen lassen sich trotzdem nicht alle verkaufen. Monat für Monat wuchs die Halde um etwa 40.000 Tonnen. In der Waschgaue dampfen am Stilllegungstag die Leiber, aber auch die Gemüter. Hier wird nicht nur Kohlendreck runtergewaschen. Da steht unser erster Direktor, steht noch auf und spricht von seinem Lebenswerk im Alter von 65 oder 66 Jahren. Sein Lebenswerk wäre auch hier zerstört. Der spricht von seinem Lebenswerk. Und an die anderen Leute, da denkt er überhaupt nicht. Hey? Das ist so die bis zum Schluss, ne? Wenn ich als Unternehmer jetzt Konkurs mache, ja, oder mein Geschäft oder meine Anlage schließe, dann muss ich für den Schaden aufkommen. Und die Bundesregierung, die stellt sich hin und gibt für jede Tonne Kohle 15 Mark, die unten bleibt. Ist das nicht Paradox, meine Herren? Zwei Stilllegungen habe ich als Bergmann im Raum Bochum bereits hinter mir. Man hat uns damals auch im Bochumer Raum Versprechungen gemacht, zumal von der Schachtanlage Dannenbaum nach Engelsburg hat man uns teilweise verlegt.
Und auch diese Schachtanlage wurde nach einem weiteren anderthalb Jahr stillgelegt. Jetzt habe ich meine nächste Stilllegung vor mir und mir geht es ebenfalls so wie meinen Kollegen. Auch ich bin angeschlagen und weiß auch über Tage wohl kaum noch in irgendeinen Beruf, den mir meine Existenz für meine Familie noch sichern könnte. Jetzt bin ich zum ersten Mal in Schlips und Krawatte auf den Zechenplatz. Und wahrscheinlich das letzte Mal, da diese Schachtanlage zugemacht wird. Es ist die zweite Stilllegung, die ich mitmache. 1924 auf der Zeche Franziska in Witten. Damals war man 18 Jahre, hatte man noch wieder Aussicht, Arbeit zu bekommen, wo es heute als 56-Jähriger viel schwerer ist. Denn in der Industrie werden wir abgelehnt als zu alt. Und ich hoffe, wenn ich jetzt Stempel gehen muss, dass ich dann in den Sozialplan falle und mit mir viele andere Kumpels, die dann die 3000 Mark von der Montanhilfe bekommen. Ein einziges Feuer brennt noch im Kesselhaus. Die Abbrucharbeiter müssen sich schließlich waschen können. Wenn Sie hier zum letzten Mal die Plünnen am Haken hochgezogen haben, dann gibt es auch keine Bademöglichkeit mehr für die Kumpels von einst, die Rentner, die einmal in der Woche auf ihren alten Pütt zum Invalidenwaschtag kamen. Die Demontagebedingungen gestalten sich so schwierig, dass man etwa diese elektrische Fördermaschine für einen Blindschacht auf der siebten Sohle rund 850 Meter unter der Erdoberfläche stehen ließ. Einbaudatum 3. März 1962. Kostenpunkt damals 1,5 Millionen. Im Augenblick, da wir diesen Film zeigen, dürfte sie bereits unter Wasser stehen. Abgesoffen wie alles, was unten bleibt. Nur, was in der Nähe des Hauptschachtes schnell und ohne großen Kostenaufwand abzubauen, nur, was besonders wertvoll ist und sich in jedem Fall verkaufen lässt, wird noch vor dem Wasser gerettet. Diese teure Kettenbahn etwa, die noch vor kurzem die Lehren auf den Bremsberg hinaufzog. Nach der Bergverordnung müssen Schächte von nicht mehr betriebenen Anlagen sorgsam verfüllt werden. Sorgsam, das heißt hier mit nicht zu grobem Material. Große Steine würden beim Fall in die Tiefe den Schachtausbau zertrümmern. Durch sich quersetzende Spurlatten etwa könnten Hohlräume entstehen. Sie rollten pausenlos. Die Lastwagen, 20 an der Zahl hier, die jeder 10-mal am Tag eine Ladung von 4,5 Kubikmeter von einer 4 Kilometer weit entfernten Bergehalde heranbrachten. Pro Tag also rund 1000 Kubikmeter. Nach 18 Tagen war der Schacht randvoll. Über Tage sieht so eine Zeche zuweilen wie nach einem Bombenangriff aus, wenn die Förder- und Aufbereitungsanlagen abgewrackt werden. Die wenigen Abbrucharbeiter verschwinden in der Wüstenei aus Stahl und Schrott und Blech und Steinen. Trümmeratmosphäre. Auf mehr als einem Dutzend Ruhrzechen mit einem halben Hundert Schächten kann und konnte man solche traurigen Bilder sehen. Das große Zechensterben scheint im Gang zu sein. Es berührt seltsam, wenn man sieht, wie schnell die Spuren gigantischer Industrieanlagen ausgetilgt werden. Wo vor einem Jahr noch Kohlenzechen, Kokereien, Kühl- und Fördertürme standen, da wuchert heute bereits Gras. Ich bin 18 Jahre auf der Zeche Buchstraße gewesen, haben sie das zugemacht, da bin ich am Rohstoffwerk Witten angefangen. Da habe ich mir das 4 Wochen beguckt, habe gesagt, halt, da ist nichts, da bin ich auf Germania angefangen, auf dem Püt wieder. Er muss, wie fast all die anderen, die dem Bergbau treu blieben oder zu ihm zurückkehrten, heute mit dem Autobus zur Schicht fahren. Jeweils vor und nach der Morgen-, der Mittags- und der Nachtschicht bringt der Bus den Kumpel von und zu den Sammelpunkten. Das ist zeitraubend und vor allem unbequemer als in jenen Tagen, da man den Pütt vor der Tür hatte oder doch mit dem Fahrrad erreichen konnte. Dennoch, der Bergmann, der sein Metier versteht,
ist es den Bergwerksunternehmen wert. Was aber meint er selbst dazu? Wir sind ja hier jetzt aus Germania, wurden von der Zeche Brustraße nach hierher verlegt. Ja, wollen wir aber ehrlich sein, wir wären alle lieber auf Zeche Brustraße geblieben. Nicht? Denn dort gab es eine ganz andere Kameradschaft wie hier. Und diese Autobusfahrerei, die hier ist, das ist einfach nicht das Richtige. Wir haben kaum die Zeit zum Waschen hier richtig. Jetzt ist es zum Beispiel 14.40 Uhr. Wir kommen 10 nach 2 kommen wir raus. Nicht? Um sich sauber zu waschen, brauchen wir als Bergleute mindestens eine halbe Stunde. Wir sprachen andere, die die tägliche Doppelreise auch nicht gerade für angenehm hielten, die jedoch mit ihrem Beruf so verwachsen sind, dass sie mit dem Bergbau nach Norden wandern würden, soweit es eben geht. Es sind die, denen etwas fehlen würde, wenn sie plötzlich ihr Butterbrot ohne Kohlenstaub zwischen die Zähne schieben müssten. In manchen Ruhrstädten besitzen die Kohlegesellschaften mehr als die Hälfte des noch unbebauten Bodens. Sie haben ihn aufgekauft, um nicht für allzu viele Bergschäden aufkommen zu müssen. Wo Kohle abgebaut wird, kann sich der Boden in 10 Jahren um 5 und mehr Meter senken. Manche Städte sind dazu übergegangen, sinkendes Land zu hohem Preis von den Berggesellschaften zu kaufen. Dann verkaufen sie es spottbillig, zu einem Viertel oder gar einem Zehntel des Kaufpreises an neue Unternehmer. Das Risiko für Bergschäden bleibt aber bei den Gemeinden. Grundstück der toten Zeche Ernestine. Kaufpreis für die Stadt 17 Millionen Mark. Erschließungskosten weitere 20 Millionen. Die Industrie kauft, wenn die Stadt Glück hat, dieses Grundstück für 17 Millionen Mark zurück. Käufer, vielleicht eine Konzerntochter des Verkäufers. Grundstücksrückkaufgewinn 20 Millionen Mark. Die talentierten Regisseure des Strukturzirkus wissen genau, dass die Ruhrstädte diese teuren Logenplätze buchen müssen. Die Sorge um krisenfeste Arbeitsplätze lässt ihnen keine andere Wahl. Viele Bergleute warteten gar nicht erst auf die Stilllegung. Sie wanderten schon vorher in die Stahlindustrie ab. Die Hochkonjunktur für Eisen und Stahl im letzten Jahr machte ihnen den Wechsel leichter. In der ganzen Welt wartet man zurzeit auf die begehrten Spezialerzeugnisse der deutschen Stahlindustrie. Auf den Stahlguss für mächtige Maschinenteile hat sich der Bochumer Verein spezialisiert. Bei der Werksleitung weiß man, wie wichtig Teamarbeit und Zusammengehörigkeitsgefühl für jeden Betrieb sind. Aus der Erkenntnis, dass gesunde Familienverhältnisse die beste Garantie für dauerhafte berufliche Leistung sind, gilt das besondere Interesse auch in diesem Hüttenwerk den Familien der Arbeiter und Angestellten. So kam man vor einiger Zeit auf die Idee, durch Sonderführungen Frauen von Betriebsangehörigen mit den Arbeitsplätzen ihrer Männer bekannt zu machen. Viele dieser Frauen sehen zum ersten Mal ein Stahlwerk von innen, nehmen zum ersten Mal Anteil an der Arbeit ihrer Männer. Hier wird der in Kokillenform gegossene Stahl vorgewalzt und dann der weiteren Verarbeitung zugeführt. Ein paar Schritte weiter liegt eine mechanische Werkstatt, in der dieser Dreher arbeitet. Mit seiner besseren Hälfte zusammen dokumentiert er umfassend den menschlichen Hintergrund solcher Werksführungen. Heute sind die Mammutbetriebe der Stahlindustrie zum wichtigsten Wirtschaftszweig der Stadt geworden. Doch die Stahlindustrie ist vielleicht noch stärker als der Bergbau vom Auf und Ab der Konjunktur abhängig. Das kann eines Tages gefährlich werden. Im roten Backsteingebäude des Kruppschen Hauptquartiers hat sich die Krisensorge eingenistet. Dem auf Zuwachs ausgerichteten Konzern war bei der beschwerlichen Klettertour nach höherem Umsatz die Puste ausgegangen. Was Eingeweihte sich seit Monaten hinter der vorgehaltenen Hand zuraunten, war eingetreten.
Die bundesdeutsche Flaute hatte der Firma ein Bein gestellt. Mit Spannung erwartete darum die Öffentlichkeit, vertreten durch zahlreiche in- und ausländische Journalisten und Kameraleute, die diesjährige Jubilar-Ehrung mit einer Rede des Firmeninhabers Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Mitte des Jahres 1965 schwächte sich die Konjunktur in der Bundesrepublik so stark ab, dass sich seit Herbst vergangenen Jahres in wichtigen Bereichen der deutschen Industrie zunehmend Schwierigkeiten ergeben. Auch unser Unternehmen war im vergangenen Jahr diesen konjunkturellen und strukturellen Schwierigkeiten voll ausgesetzt. Ich habe mich deshalb entschlossen, die Firma über eine Stiftung, die Ausdruck der dem Gemeinwohl verpflichteten Traditionen des Hauses Krupp sein soll, in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln. Damit ist das Ende der Privatfirma Krupp gekommen. Doch das große Werk der Familie wird weiterleben. Essen bleibt Kruppstadt. Das ist die Situation heute in Bochum. Schlagzeilen in den Anzeigenteilen der Zeitungen. Fachkräfte werden gesucht. Gesucht für ein Werk der Automobilindustrie. Für eine neue Branche im Ruhrgebiet. Seit Wochen jeden Sonnabend das gleiche Bild. Angefangen hatte es mit der Stilllegung der Zechen Dannenbaum, Prinzregent, Engelsburg und Friedlicher Nachbar. Mit der Sorge um den Verlust der Arbeitsplätze von über 6000 Bergarbeitern. In diese Sorge platzte die Sensation. Opel gründet Zweigwerk in Bochum. Langwierige und geheime Verhandlungen waren voraufgegangen. Zwischen der Stadt Bochum, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Firma Opel. Der Stadt ging es darum, ihre Wirtschaftskraft zu erhalten und eine Aushöhlung durch das endgültige Abwandern von etwa 18.000 Auspendlern mit ihren Familien zu verhindern. Man befürchtete einen Kaufkraftverlust von 80 bis 100 Millionen Mark sowie einen Steuerausfall von mehreren Millionen. Dann klappte es mit Opel. Die Stadt kaufte ein etwa 2 Millionen Quadratmeter großes Gelände auf, um es der Firma Opel anbieten zu können. Über den Preis erfuhr man bisher nichts, aber bei den Grundstückspreisen im dicht besiedelten Ruhrgebiet kann man seine Höhe ungefähr ahnen. Inzwischen hat sich die Gegend um den Bochumer Ortsteil Leer in Europas größte Baustelle verwandelt. 4000 Bauarbeiter schaffen gegenwärtig hier, um das Werk zu errichten. Es ist gut möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass dieses Autowerk mit seinen hohen Löhnen und großzügigen sozialen Einrichtungen bald einen Sog auf die Arbeitskräfte der ganzen Bochumer Umgebung ausübt. Vor diesem für sie gefährlichen Sog fürchten sich heute schon alle im Ruhrgebiet ansässigen Unternehmen. Die Produktion ist bereits angelaufen. 800 Beschäftigte produzieren wöchentlich etwa 5000 Autokühler. Hier ist der normale Arbeitsablauf gleichzeitig die Probe aufs Exempel, ob und wie ein modernes, ganz auf Massenproduktion eingerichtetes großes Werk aus dem Boden gestampft läuft. Die Menschen, die hier arbeiten, brachen zum Teil vor einem Jahr noch unter Tage Kohle oder waren Handwerker in Zechenbetrieben. Bei Opel betont man, wir werben keine Arbeiter aus anderen Betrieben ab. Wir nehmen nur Leute, die sich melden, vor allem auch solche aus dem Kreis der 18.000 Auspendler. Überdies habe man sich verpflichtet, nur die ortsüblichen Löhne zu zahlen. Ende 1962 sollen hier 10.000, Ende 1963 20.000 Arbeiter und Angestellte beschäftigt sein. Und dann wird man hier nicht nur Kühler und Ersatzteile, sondern auch komplette Autos bauen. Darüber, ob es Groß- oder Kleinwagen, vielleicht der gerüchtweise genannte Kadett oder sein Nachfolger sein werden, schweigt sich die Werksleitung noch aus. Anlässlich einer neuen Zechenstilllegung im Raum Bochum, von der am 31. März 1963 über 2000 Arbeiter und Angestellte betroffen wurden, versuchten wir, die sozialen und menschlichen Seiten des Strukturwandels kennenzulernen. Herr Stalewski, Sie sind der Betriebsratsvorsitzende der Zeche. Wie sieht der Sozialplan der Zeche aus? Es ist klar, dass wir uns Sorge gemacht haben, einen Sozialplan aufzustellen,
nachdem alle die Proteste und Eingaben, die wir gemacht hatten, also fruchtlos versandet sind. Was geschieht mit den Leuten, die nicht mehr unter Tage arbeiten werden? Die lagen uns besonders am Herzen, weil die ja jetzt bergfertig sind und natürlich in andere Berufe nicht abwandern können. Sie bekommen auch keine Arbeit. Und hier haben wir jetzt im Sozialplan eingebaut, dass denen ein Nettoeinkommen garantiert ist von 480 Mark. Diese 480 Mark sind nicht die Wünsche gewesen der Betriebsvertretung, sie waren natürlich höher, aber es lässt sich ja nicht alles realisieren. Zurzeit arbeiten noch etwa 108 Zechen an der Ruhr. Sie bevorzugen vor allem junge Kräfte. Trotzdem sind auch die Einstellungsbüros der neuen Industriewerke von jungen Kräften aus dem Bergbau überfüllt. Es sind diejenigen, die sich sauberere und leichtere Arbeit als auf den Schachtanlagen erhoffen. Viele der Älteren aber erfüllen die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht. Ja, ich bin erwerbslos. Meine jüngeren Kollegen, die sind alle untergekommen. Die sind alle am Umschulen. Aber ich kann ja mit meinem Alter nicht mehr umschulen. Das ist ja unmöglich. Aber ich will ja versuchen, wieder was Neues, eine neue Anstellung zu bekommen. Aber wo, das weiß ich noch nicht. Ich hatte ja eine bei Opel unterzukommen. Aber aufgrund meiner Untersuchung wurde ich untauglich. Wenn ich heute noch auf Lothringen wäre oder vielleicht in 20 Jahren, wäre ich auch in 20 Jahren noch Reviersteuer und auch noch tauglich auf Lothringen. Das bin ich heute nicht mehr. Jetzt stellt man auf einmal fest, dass man krank ist. Und was ein Fehl, das sagt kein Mensch. Ich habe das Arbeitsamt gefragt, warum, weshalb und nichts. Aber man kriegt ja gar keine Antwort. Also, man geht da hin, einmal im Monat, kriegt den Stempel da drauf und dann kann man wieder nach Hause gehen. Da ist der Fall erledigt für den. Die Hauptsache, wir sind vom Fenster wieder weg, damit sie uns nicht mehr sehen. Ich bin 52 Jahre und ich würde sämtliche Arbeit auswählen. Das spielt keine Rolle, was ich machen würde. Hauptsache, ich käme wieder unter. Denn ich kann mich ja nicht hinsetzen und nichts mehr tun. Mit 52 Jahren ist ja unmöglich. Das geht ja gar nicht. Hermann Sacht muss stempeln gehen. Guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Herr Sacht, Sie kommen jetzt zur Monatsmeldung, ja? Ja. Arbeitslosengeld 436 Mark im Monat, Kindergeld eingerechnet. Vom Lohnbüro der Zeche trug er 780 Mark nach Hause. Die nächste Meldung ist am 20.12. Hochkonjunktur bei den Arbeitsämtern in diesem Raum. Während die Zahl der Almosenempfänger an den Schaltern der bundesdeutschen Arbeitsämter zurückgegangen ist, konnte an der Ruhr die steigende Kurve nicht abgebogen werden. Die größte Schwierigkeit bereitet im Raum Oberhausen, Duisburg und Mülheim die Vermittlung von stellungslosen Bergleuten. Denn es gibt kaum eine Zeche in diesem Raum und im ganzen Revier, die noch gewillt ist, die Belegschaft zu vergrößern. Eine ganze Anzahl größerer und kleinerer Unternehmen hat sich in letzter Zeit bereits in Bochum angesiedelt. Die Aussicht, Arbeitskräfte zu finden, lockt Selbstbetriebe aus Holstein und Württemberg an. Schon beginnt sich die bisher so einseitig von der Schwerindustrie bestimmte Wirtschaftsstruktur aufzulockern. Ein Wuppertaler Kabelwerk hat seine gesamte Fertigung von Kraftfahrzeugkabeln und anderem elektrischen Autozubehör hierher verlegt. Funk- und Fernsehgeräte gehören ebenfalls zu den neuen Erzeugnissen der Bochumer Wirtschaft. Dass in diesen Unternehmen der Radioindustrie vor allem Frauen beschäftigt werden, macht dieses Werk doppelt wertvoll. Denn auf den Zechen, in den Stahlwerken und Maschinenfabriken gibt es zwar Tausende von männlichen, aber nur sehr wenig weibliche Arbeitskräfte. Selbst jene Frauen also, die zur Fabrikarbeit bereit waren, fanden früher nur schwer einen Arbeitsplatz. Jeder neue Betrieb, jede neue Branche, die nicht mit Kohle, Eisen und Stahl zu tun hat, bietet den Frauen neue Möglichkeiten. Wenn es in der Bundesrepublik in der augenblicklichen Hochkonjunktur überhaupt noch Arbeitskraftreserven gibt, dann sind sie am ehesten unter den Frauen zu finden. Dieses Reservoir arbeitswilliger Frauen in den Ruhrstädten spielt in den Planungen geeigneter Unternehmen schon jetzt eine gewisse Rolle.
Wer macht sich heute noch Gedanken, wenn er durch einen Fingerdruck die Zimmerbeleuchtung, das Radio oder das Fernsehgerät einschaltet? Jedermann findet es durchaus selbstverständlich, dass der Ofen wohlige Wärme spendet und das warme Wasser in die Wanne fließt. In den letzten Jahren eroberte die Chemiefaser auch die Oberbekleidungsindustrie und lenkte sie in völlig neue Bahnen. Wenn auch die Kohlechemie ihrerseits immer mehr von der Erdölchemie verdrängt wird, weil dadurch zwei Fabrikationsstufen eingespart werden können, so gebührt doch der Kohle der Ehrenplatz, den sie sich im Laufe von über 100 Jahren erworben hat, als Pionier eines neuen Zeitalters, des Zeitalters der Kunststoffchemie. Noch kann man nicht ermessen, wie lange Erdöl und Erdgas uns zur Verfügung stehen. Auch spielen unsichere politische Faktoren mit hinein. Die Kohlevorräte in der Bundesrepublik reichen noch für viele Generationen. In den chemischen Werken Hüls, deren Anlagen sich klar gegliedert auf einem Areal von 5 Quadratkilometern erstrecken, haben 15.000 Menschen ihren Arbeitsplatz. Das 1938 gegründete Werk ist das viertgrößte Unternehmen der chemischen Industrie in der Bundesrepublik. Aus den Zauberformeln der Chemiker entsteht im benachbarten Buna-Werk synthetischer Kautschuk. Bereits 1940 gelang es, diesen begehrten Rohstoff in Hüls herzustellen. Nach dem Kriege jedoch wurde die Produktion von Synthese-Kautschuk verboten. Deshalb stellten sich die chemischen Werke Hüls auf die Herstellung von anderen chemischen Grundstoffen um. Ab 1958 konnte schließlich wieder die Buna-Produktion aufgenommen werden. In fast unsichtbarem Ablauf werden jährlich Tausende von Tonnen chemischer Grundstoffe für mehr als 800 Produkte produziert. Der Rohstoff für den größten Teil aller Wasch- und Reinigungsmittel kommt aus diesem Werk. Wir haben jetzt genau 10 Uhr abends. Wir sind also mitten in einem Schichtwechsel. Die Nacht an der Ruhr beginnt.